Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt beim Kampf gegen die Amon-Drohnen. Und weil eine nicht genug ist, sind hier sogar zwei, habe ich gesehen. Ich habe die schon mal aufgeklärt. Hier ist eine. Da ist eine. Das wird lustig, weil ich habe gar keine Ahnung, wie man gegen die kämpft. Ich habe auch keine Ahnung, was die können. Meine Hoffnung ist, dass sie nicht hier drauf können. Und wenn sie doch hier drauf kommen, dass wir sie vielleicht hier hinten hin hinlocken können. Wo wir einen besseren Stich haben. Quasi. So. Hey, Baby. Oh, die sind schnell. Jetzt schon halb down? Ich sehe halt die Schwachstellen nicht. Da. Da sind die Schwachstellen. Ich sehe es. Lad schneller nach, Mann. Okay, die war easy. Die war absolut easy. Da ist die Kamera. Das war die Kamera zumindest. Wir haben ja auch noch einen Raketenwerfer. Den können wir jetzt auch mal nochmal benutzen. Einfach just because. Das war's schon. Komm, brauchst du gar nicht mehr auszupacken. Okay, das war echt low. Also ich habe mir die echt schwerer vorgestellt. Weil es hieß, ja, die haben gute Panzerung und sind sehr agil. Aber das war echt eine schwache Vorstellung hier. Na, nun gut. Nun gut. Okay, dann... Weißt du was, dann haben wir eigentlich noch genug Zeit. Dann machen wir die anderen auch noch da hinten. Dann fliegen wir mal schnell darüber. Ich habe mein Heli da hinten geparkt. Im Norden. Vor dem Bunker. Also das war echt mau. Das war echt enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich mehr erwartet. Von diesen Amon-Drohnen. Ich hatte echt richtig Schiss, als ich gesehen habe, dass es hier zwei sind und nicht nur eine. Aber jetzt können es von mir aus auch drei oder vier sein. Ja, ich werde schnell übermütig. 3,5 Kilometer, ein kleiner Flug. Aber ich will halt auch nicht, dass die Folge nur 2 Minuten lang dauert. Dann machen wir die auch noch. Oh shit, wer entdeckt mich hier? Wer entdeckt mich? Ich kann nicht zur Seite gucken, das nervt mich so. Ah! Ich hätte jetzt gerne die Kamera nach links gedreht, um zu gucken, wer mich hier entdeckt, aber ich weiß es, ich kann es, es geht nicht. Irgendjemand entdeckt mich und ich weiß nicht wer. Weil ich mich einfach nicht umgucken kann. Zum Mäusemelken ist das, schon wieder. Irgendjemand da hinten, keine Ahnung. So, wir machen erstmal einen Überflug. Schauen, wo wir landen können. Wo die Drohnen denn sind. Da steht eine und da steht die andere. Die eine, ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Ich ziel mal drauf, so ungefähr. So, da ist eine und eine ist da unten. Dann gehe ich doch hier mal an die Spitze. Da ist ein Fels, so wie es aussieht. Gehen wir wieder auf den Felsen. Die machen so bedrohliche Geräusche, diese Drohnen. So. Dann erstmal aufklären, damit wir sie markiert haben und wissen, was abgeht. 40, die anderen waren 60. Ja, die anderen waren Stufe 60. Die hier sind nur 40. Schießen wir einfach mal eine Rakete rein. Gucken, wie das gefällt. Die ist fast zerstört.
ich korrigiere, sie ist ganz zerstört. Also die sind echt low, diese Drohnen hier. Zack. Erst noch ein Schuss auf den Schwachpunkt und dann war's das. Toll, die sind echt, also... Da fehlen mir fast die Worte. Oh, eine neue 416, ja, die kann nur genauso gut sein. Die ist echt ganz genau... Warum ist die 12 Gierstufen oben drüber? Die ist exakt genauso gut. Oh, Moment. Ja, doch, die ist exakt genauso gut halt. Ja. Die ist exakt dasselbe. Warum ist die besser? Also warum hat die einen höheren Gearscore? Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Wieder die neue Tarnung. Können wir auch mal benutzen. Es ergibt einfach gar keinen Sinn. Das ist... Ah. Könntest du weglaufen, absolut. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, beziehungsweise die Game Designer oder vielleicht auch der Publisher Ubisoft. Wir haben hier 2 Punkte, wir brauchen aber 3 für die bewaffneten Helikopter. So, hier haben wir noch eine Kiste und jede Menge toter Zivilisten, die irgendwie immer alle mit 2 Schüssen in die Brust oder in den Rücken getötet wurden. 1.500 Skill Credits. Holen wir noch den Loot von der anderen Drohne. Hm. Was haben wir hier? Noch eine Weste. Auch Schrott. Weg damit. So. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt als nächstes noch eine Azrael-Drohne. So, dann bis gleich. Bis zur nächsten Folge.